Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zurück zum NQR, zum nationalen Qualifikationsrahmen. Es wurde schon ausführlich erwähnt, dass das grundsätzlich positiv ist, dass Qualifikationen und Kompetenzen in einen vergleichbaren Rahmen gesetzt werden, so damit man weiß, woran man ist, damit es international vergleichbarer wird etc. Ich glaube auch, dass das notwendig und richtig ist, dass das passiert. Die Diskussion läuft eben seit 2008. Wir haben 2016, also es hat viel Zeit gebraucht. Man könnte sagen, jetzt haben wir immerhin ein Gesetz vorliegen. Ja, das ist ja immerhin etwas. Aber schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, wie die Struktur in diesem nationalen Qualifikationsrahmengesetz aufgebaut ist, und stellen wir vielleicht die Frage, ob diese Struktur tatsächlich geeignet ist für eine sachlich orientierte, eine objektive, transparente und unabhängige Einstufung von Bildungsangeboten, die zu gewährleisten. Ja? Also wir haben einmal die Koordinationsstelle beim ÖAD. Das ist bis jetzt eine Person, die kriegt noch weitere Mitarbeiterinnen, aber es ist grundsätzlich ja ganz eine kleine Struktur. Die gibt es jetzt schon, die wird das weiterhin machen. Diese eine Person entscheidet alleine, ohne jeden gesetzlichen Rahmen, wie sie Angebote einstuft, und auch, ob sie Gutachten einholt oder den Beirat befragt oder nicht. Es gibt keine vorgeschriebene Vorgehensweise, dass das in irgendeiner Weise stärker objektiviert werden muss. Diese Person entscheidet das nach ihrem eigenen Gutdünken. Dann haben wir diesen Beirat, der Expertinnenbeirat, der darf beraten und Beirat sein, wie wir das ja in vielen Bereichen in Österreich haben. Dort sitzen Expertinnen drinnen, die haben aber nicht wirklich Kompetenzen. Und dann haben wir die Steuerungsgruppe, die auch bereits öfters erwähnt wurde. Die hat die eigentliche Kompetenz, also die genehmigte Geschäftsordnung, und hat ein sehr starkes Instrument. Sie hat nämlich die Möglichkeit, ein Veto einzulegen bei einer Einstufung, die ihr nicht gefällt. Nun, aber wie ist die Steuerungsgruppe aufgesetzt? Es sind, wie bereits erwähnt, 30 Personen, und von diesen 30 Personen sind alleine 17 Regierungsvertreterinnen, also alle Ministerien plus die Länderkoordinationsstelle. Also die Regierung stellt schon eine 60-prozentige Mehrheit in diesem Gremium. Ich wiederhole, es geht um die transparente, sachlich korrekte Einschätzung von Bildungseinstufungen. Ich verstehe nicht ganz, warum da jedes einzelne Ministerium drinnen sitzen muss, aber gut, so hat man es gemacht. Dann gibt es noch 6 weitere nominierte Personen vom Beirat für Sozial- und Wirtschaftsfragen, also Arbeiterinnenkammer und WKÖ. Da sind wir schon bei einer satten 80-prozentigen Mehrheit der Regierungsfraktionen in diesem Gremium. Und dann gibt es noch 6 weitere unabhängige Personen, die von der Universitätenkonferenz, von der Fachhochschulkonferenz und so weiter nominiert werden. Aber wir haben eine 80-prozentige Mehrheit, eine politische Mehrheit in diesem Steuerungsgremium, darüber zu entscheiden, ob eine Einstufung korrekt ist oder nicht. Und ich frage mich, warum das notwendig ist. Warum braucht man da eine so stark politisch gesteuerte Entscheidung, wenn es eigentlich um was aus Gutachten hervorgehen sollte, um eine sachlich orientierte Einstufung von Bildungsangeboten geht? Wir haben ein Beispiel aus der letzten Zeit, was passiert, wenn die Politik darüber entscheidet, wie Bildungsangebote einzustufen sind. Wir haben seit letztem Jahr eine plötzliche Verdoppelung der Akademikerinnenquote in Österreich, weil nach langem Lobbyieren der Wirtschaftskammer, damals unter der Frau Karl, durchgesetzt wurde, dass in Österreich jetzt 4. und 5. Klassen BHS als akademisch gelten. Deswegen haben wir eine plötzliche Verdoppelung der Akademikerinnenquote. Das ist super für die Politik, für die Bildung ist das ganz sicher nicht super. Und warum ist diese politische Steuerung in diesem Gremium jetzt also so notwendig? Naja, also die Arbeiterinnenkammer und die WKÖ haben beide ein sehr breites Portfolio an Bildungsangeboten, und die hätten natürlich auch gerne, dass die gut eingestuft werden. Jetzt eine Schelmine, die Böses denkt, dass man da möglicherweise das so einrichtet, damit sich die beiden Kammern gegenseitig ihre Bildungsangebote schön färben. Ich finde, angesichts der Struktur, die hier vorgeschlagen wird und die heute wahrscheinlich beschlossen werden wird, ist dieser Vorwurf sehr nachvollziehbar. Wir werden da ganz genau hinschauen.
Es ist nämlich der NQR nicht dazu da, wie das heute schon öfters erwähnt worden ist, das Image eines Bildungsangebotes aufzuwerten, sondern eine sachlich korrekte Einschätzung des tatsächlichen Ausbildungsniveaus zu leisten. Und wir sprechen uns ganz klar dagegen aus, dass es hier zu einem Verwaschen von Qualifikationen kommt. Und wir werden es eben sehr genau beobachten. Ich bin auch gespannt, ob wir Antworten auf unsere parlamentarischen Anfragen diesbezüglich bekommen werden. Dieser Prozess, dieses Gesetz sichert ganz sicher nicht, dass das transparent abläuft, dass es objektiv abläuft. Wir werden sehen, wie sich es auswirkt. Wir werden es weiter beobachten. Transparent ist eben was anderes. Ja, viel Kritik, vor allem auch an der Besetzung der Organisationsstruktur, kommt von der grünen Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer. Sie kritisiert, dass vor allem das Instrument politisch gesteuert sei. Katharina Kucharowitz, die Kinder- und Jugendsprecherin der SPÖ.